Hallo ihr Lieben, ich grüße euch, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir lesen heute weiter in unserer kleinen Andacht in Apostelgeschichte, Vers 37 im zweiten Kapitel. Da heißt es jetzt wie folgt: Als sie aber das hörten, Petrus hat gerade gepredigt zu den Juden, da drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Apostel: Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen: Tut Buße, also kehrt um, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Nun, hier sehen wir die Fortsetzung von dem, was ich die letzten Tage ausgeführt habe, was nämlich die Predigt von Petrus betroffen hat. Die Botschaft, die Predigt drang ihnen durchs Herz. Und genau das sollte geschehen, wann immer wir eine Predigt hören. Nämlich nicht nur Menschenworte, sondern dass Gott zu uns redet, dass wir es aufnehmen als vom Herrn, so wie es auch das Neue Testament an anderer Stelle sagt. Es ist wichtig, dass wir unsere Herzen öffnen. Denn wir können auch hören und ja, wir vergessen es, wir nehmen es als nette Gedanken. Aber hier wird etwas deutlich. Es drang ihnen durchs Herz. Nun, es gibt immer zweierlei Haltung. Entweder es dringt mir durchs Herz und ich bin begeistert und ich merke und spüre und erlebe, wie der Herr zu mir redet. Oder ich bin vielleicht begeistert und gehe dann weg. Oder ich bin so, dass, wie es in der Apostelgeschichte heißt, im Fall von Stephanus, dass es durch die Herzen dringt, aber zur Wut und zum Ärgernis. Und was tun sie? Ja, sie steinigen dann Stephanus. Nun, das, Gott sei Dank, haben wir hier in Deutschland nicht zu erwarten. Und dennoch kann man sicherlich Menschen auch mit Worten und Vorurteilen steinigen. Aber das soll nicht der Punkt sein. Das Entscheidende ist hier, es dringt ihnen durchs Herz. Sie sind bewegt, Gott hat zu ihnen gesprochen. Und so kommt die logische Frage, was sollen wir tun? Und Petrus macht es ihnen deutlich, ihr müsst umkehren, ihr müsst Buße tun. Das heißt, ich kann nicht nur hören, sondern ich muss auch reagieren. Und das bedeutet hier, ich erkenne meine Schuld an. Ich will empfangen die Vergebung von Jesus Christus, indem ich umkehre, indem ich meine Schuld als falsch anerkenne und sie zu Gott bringe. Aber nicht nur, dass ich sie bei ihm abgehe, sondern Buße bedeutet, ich kehre um. Ich will, dass Gott mich verändert. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Nun, es geht nicht nur darum, bei Gott abzuladen und dann wieder wegzugehen, als wäre nichts gewesen und dann wieder abzuladen. Ja, wir dürfen immer wieder zu ihm kommen, keine Frage. Aber die Haltung sollte eine andere sein, eine Haltung der Umkehr, nämlich der Einladung: Gott, komm in mein Leben, ich will dir folgen und du sollst mich verändern. Der alte Mensch soll sterben. Ich will Vergebung und ich will einen Neuanfang. Ich will, dass Gott mir vergibt. Ich will, dass ich rein bin, weiß wie Schnee, so sagt die Bibel, so frei von Schuld, wie man nur irgend sein kann. Jegliche Schuld ist zerrissen und vorbei. Aber ich will, dass du mich veränderst, Gott. Ich will nicht bleiben, wie ich bin. Genau dazu macht Petrus deutlich: Das sollt ihr tun. Lasst euch taufen, also ein Bekenntnis dazu. Und dann heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Wozu? Ja, damit genau das möglich wird. Nämlich diese Gemeinschaft mit Gott, aber auch diese Veränderung und diese Kraft zum Zeugnis. Und diese Zusage gilt allen. Petrus sagt, euch allen. Und dabei macht die Bibel hier eines deutlich. Es ist ein Wirken Gottes. Denn Petrus sagt dann, so viele der Herr zurufen wird. Das heißt, hier ist etwas, was Gott tut. Es ist ein Wunder. Es ist ein wunderbares, ja, großes und herrliches Wunder, wenn Menschen da an diesem Punkt durchbrechen. Nun, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, aber wir haben eine Entscheidung. Das wird hier deutlich. Zum einen will Gott hinzurufen, zum anderen, hey, ihr müsst reagieren. Ihr müsst eine Entscheidung treffen. Und das ist für uns, die wir Kinder Gottes sind, eine wunderbare Verheißung. Nämlich, es macht deutlich, Gott möchte sich jedem Menschen offenbaren. Ja, dieser Mensch muss dann eine eigene Entscheidung treffen. Aber es darf unseren Glauben, unseren Mut, unsere Hoffnung stärken im Gebet und auch im Aktivsein, indem wir durch Wort und Tat, ja, Licht
und Salz sind auf dieser Erde, dass wir die Liebe Gottes und seine Gnade und seine Treue widerspiegeln, dass Menschen mit dem Evangelium in Verbindung kommen, dass Gott sich ihnen offenbart, dass die Herzen aufspringen. Und ja, wir werden beides erleben. Wir werden erleben, wie hier in diesem Fall, dass es den Menschen durchs Herz dringt und sie sagen, was soll ich tun? Aber wir werden auch das erleben, wie es bei Stephanus war, dass Menschen es ihnen durchs Herz dringt, aber sie sagen, geh von mir, ich will davon nichts mehr wissen. Beides werden wir erleben. Und beides ist auch verheißen. Dem einen zur Rettung und dem anderen zum Gericht. So lasst uns doch zum einen diese Freude haben, das Festmachen in unserem Herzen und zum anderen Glauben und Freude haben und Hoffnung und aktiv sein, dass Menschen in unserer Nachbarschaft, Menschen, wo immer wir sind, Arbeit, ja, Freunde, Bekannte, dass sie diese wunderbare Botschaft des Evangeliums, der Gnade und der Rettung erfahren. Gott segne euch und wir sehen uns morgen wieder.